Erst mal eine Frage kurz ins Publikum. Ich muss ein bisschen weiter zurück. Frage ins Publikum, HPC-Infrastruktur, macht ihr was mit HPC? Ja, nein? Ja? Nein? Okay, alles klar. Gut, dann fangen wir mal an. Also generell, HPC heißt High Performance Computing, das heißt, man hat irgendwie so einen Haufen an Rechner, die halt irgendwie zusammen irgendwie zusammengeschaltet werden und dann möchte man halt irgendwie große Rechenaufgaben damit erledigen, aus diversen Feldern, wie zum Beispiel irgendwie so Moleküle falten, Moleküle analysieren, Plasmaphysik und etc. Und dazu braucht man irgendwie Supercomputer oder halt größere Systeme. Und ich will heute ein bisschen was dazu erzählen, wie das so aufgebaut ist, wie es administriert wird, wie das Ganze so funktioniert. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter von der Box weg. So. Gut. Kurz über mich. Ich habe an der Uni Würzburg studiert, bin da irgendwie Diplomphysiker geworden, habe dann irgendwann mal so Lehrstuhlcluster verwaltet, das sah ähnlich aus wie dieses Bild. Und dann bin ich irgendwann mal ins Rechenzentrum gewechselt und mache das Ganze halt jetzt irgendwie etwas professioneller. Und jeder, der irgendwie dieses Bild da schon mal gesehen hat der, oder in der Firma arbeitet, wird wahrscheinlich was Ähnliches hier auch schon irgendwie mal in seinem Leben gesehen haben. Gehe ich mal davon aus. Von diesem Haufen an Lehrstuhlrechnern ist man dann irgendwann mal dazu gekommen, mal irgendwie mal hier etwas Größeres zu bauen. Das war, hier ist jetzt Julia V1, also erste Version von Julia, so heißt der Cluster in Würzburg. Und sieht so aus. Also es sind 5 Racks und die sind halt voll gestapelt mit Servern. Genau. Jo, 2017 haben wir den angeschafft, also der ist jetzt auch schon irgendwie 5 Jahre alt. Sind gerade drüber und gucken, ob wir nicht ein Nachfolgesystem kriegen. Und das sind halt irgendwie so knapp 100 Nodes. Ne? Also es sind irgendwie so 52 normale Compute-Nodes, die haben irgendwie so 2x8 Kerner oder halt 16 Threads und dann insgesamt sind es halt 16 und 32 und halt auch ein bisschen RAM, damit man da irgendwie drauf simulieren kann. Interessant sind, dass wir noch relativ wenig GPU-Anteil damals hatten und aber auch ein paar Fat-Nodes haben, die halt irgendwie so 2 Terabyte RAM haben für Simulationen, die halt viel RAM brauchen. Ja? Und ansonsten hat man noch irgendwie ein bisschen Storage dazu und halt noch ein bisschen Krams außenrum. In der Regel will man bei HPC auch sowas haben wie InfiniBand. Das ist im Prinzip Ethernet über DMA. Das heißt, ein Knoten kann halt ins RAM von einem anderen Knoten direkt reinschreiben. Das ist meistens schneller, also in dem Fall 56 Gigabit und muss nicht irgendwie über Ethernet nochmal geschickt werden und dann über die Netzwerkkarte gehen oder über den Bus und allem drum und dran, sondern die Dinger machen halt dann einfach Remote DMA. Ja, funktioniert hervorragend. Julia ist ein Hybrid-Cluster, das heißt, wir betreiben den irgendwie in 2 Modi gleichzeitig, einmal als klassisches Batch-System und einmal irgendwie als Private Cloud. Als Batch-System kommt Slurm zum Einsatz. Wenn ihr da jetzt noch nicht so viel mit HPC zu tun habt, ein Batch-System ist halt, ihr schreibt ein Skript. In dem Skript schreibt ihr rein, ihr braucht so und so viel Cores, so und so viele Maschinen und ihr sollt das und das ausführen und dann sagt ihr, hier Slurm, kümmere dich mal drum und der Batch-Scheduler schaut sich halt irgendwie an, wann sind denn die Ressourcen frei, schedule dann Window und führt dann euren Job aus und sagt euch Bescheid, wenn er damit fertig ist. Ja? Also schön einfach ein Shell-Skript schreiben und dann geht es. Private Cloud, OpenStack, kennt ihr sicherlich vielleicht auch schon so irgendwie von anderen Cloud-Herstellern. Also man kann sich da halt anmelden und dann sich in die VM klicken und in der VM kann man dann machen, was man will. Ja, also das ist bei uns auch so. Gut. Ja, wenn man so ein Cluster anschafft, dann muss man sich vorher ein paar Gedanken machen. Das ist ja in der Regel meistens nicht irgendwie so 2, 3 Maschinchen, sondern irgendwie ein paar mehr. Und wie willst du die verwalten? Weil du kannst natürlich zu jeder Maschine hingehen und dann die ein- und ausschalten oder ins BIOS gehen oder irgendwie drumherum vorwerken oder die manuell installieren. Das ist aber irgendwie nervig und zeitaufwendig. Ja, also deswegen will man die irgendwie remote ein- und ausschalten können, Firmware-Updates einspielen etc. Und da gibt es halt irgendwie mehrere Möglichkeiten. Die größeren Hersteller haben da irgendwie sowas wie ILO oder IDRAC. Das ist so ein Onboard-Karte, mit dem man halt den Server irgendwie managen kann. Und die etwas billigeren haben, also Supermicro haben meistens halt irgendwie sowas wie IPMI. Cool ist es, wenn ihr von dem Hersteller, der irgendwie euch die Hardware kauft, auch eine Hardware-Inventurliste kriegt, weil ich sag euch, nichts ist nerviger, als ihr habt da jetzt einen Haufen Rechner rumzustehen und müsst erstmal
jeden Rechner einschalten, kurz ins, nachgucken, was die MAC-Adresse von dem Rechner ist und die dann irgendwo in Excel-File tippen oder sowas. Das wollt ihr nicht. Wenn ihr die von eurem Hersteller schon bekommt, ist das super. Ansonsten hat man erstmal ganz viel Spaß. Es nützt auch nichts, wenn man das ausgedruckt bekommt. Ja, also hier auf dem Zettel steht die MAC-Adresse, das ist halt auch irgendwie, nützt dir nichts. Muss ja irgendwie in ein DHCP kommen, dann muss es abtippen, ist doof. Das Gleiche ist halt irgendwie Strom und Kühlung. Ein paar Professoren kamen bei uns auf die Idee, naja, so ein Rack kann man auch mal in so eine Rumpelkammer nebendran stellen. Über so eine normale Schuko-Steckdose geht aber normalerweise sowas wie 3,6 kW. Das funktioniert nicht. Ja, und dann vergisst man auch, dass diese Kisten vielleicht ein wenig Abwärme produzieren. Das muss dann in so einer Rumpelkammer, ist es halt irgendwie sehr schnell sehr warm. Dann möchte man vielleicht ein bisschen sich Strom angucken. Normalerweise haben diese Server in der Regel so zwei Netzteile aus Redundanzgründen. Aber man kann ja auch zum Beispiel überlegen, yep, das Storage soll halt nicht irgendwie, wenn Strom ausfällt, irgendwie hart runterfahren. Das ist irgendwie doof. Da könnten halt Daten verloren gehen und die Daten, die die Forscher halt simulieren, das ist eigentlich das, mit dem sie dann auch die Paper produzieren. Also das sind quasi die Kronjuwelen, die will man irgendwie safe haben. Daher guckt mal, dass halt irgendwie zumindest ein Teil irgendwie auf einer USV hängt oder Allgemeinstrom. Da will man halt so die Compute Nodes haben. Das heißt, wenn halt irgendein Strom ausfällt, dann geht die Compute Nodes auch aus, weil wenn die halt irgendwie die ganze Zeit Power rechnen, dann saugen die halt eure USV auch sofort leer. Ne? Also das will man vielleicht auch nicht. Und dann eben Storage, das sollte man sich halt vorher auch mal überlegen, wie viel braucht man denn da, ne? Und so weiter. Und ihr seht schon, so ein HPC anzuschaffen, zu betreiben, braucht erstmal auch eine gewisse Infrastruktur. Das heißt, Strom muss da sein, Kühlung muss da sein, ich brauche einen Raum dazu und auch dementsprechend Leute. Ja, also das Infrastruktur braucht Infrastruktur. Dann kann man sich mal gucken, was für Services laufen und dann stellt man fest, da gibt es doch relativ viele Services und die haben alle Anforderungen ans Netz. Ne? Also das Normale ist erstmal, naja, ihr wollt irgendwie Kisten remote ansteuern und gucken, was halt los ist, die notfalls an- ausschalten, eventuell mit einer Remote-Konsole mal drauf, um zu sehen, warum die Kiste dann abgeschmiert ist. Das heißt, man will irgendwie ein Management-Netzwerk, dann will man irgendwie so das übliche Public-Netzwerk haben, wo man einfach die User drauf lässt, also sprich, da können sie sich drauf verbinden und dann können die da rechnen. Das ist, und darüber deployt man eventuell auch die Maschinen. Und dann kommt man zu diesen ganzen Storage-Netzen. Und dann haben so Services wie OpenStack und haben dann nochmal eigene spezielle Netze, um halt innen dieses ganze Cloud-Gedöns zu managen. Und dann stellt man fest, oh, es sind doch irgendwie ganz schön viele, viele Netze, die man da auf einmal braucht. Und man hat nur eine Netzwerkkarte. Oder vielleicht eine Netzwerkkarte mit zwei Ports. Also, was macht man da? Naja, irgendwie, wenn es geht, VLANs, Chunks und irgendwie gucken, dass das Ganze auch noch Failover macht. Das wäre, muss man sich halt vorher überlegen. Jo, wenn das Ganze dann mal aufgebaut und verkabelt ist, dann kann man das ja mal in Betrieb nehmen und das Erste, was man da in der Regel macht, ist, man macht ein Bare-Metal-Deployment, also irgendwie muss halt mal ein Betriebssystem auf diese Kisten. Ja? Und dazu braucht man eigentlich auch schon wieder Infrastruktur. Das heißt, man muss erstmal so die Admin-Knoten installieren, die halt dann den Rest installieren. Und auf den Admin-Knoten sollte halt irgendwie sowas laufen wie DHCP, vielleicht ein Pixie-Boot, TFTP, damit man halt irgendwie Pixie-Boot machen kann, DNS-Server, HTTP-Server und NFS, damit man halt irgendwie Sachen aus dem Netz laden kann lokal. Wenn man das Ganze als Insel betreibt oder sowas, vielleicht ein NAT-Gateway. Und wenn man da irgendwie 100 Kisten haben, die alle von FTP.de Debian.org ziehen oder FTP.ubuntu.org oder sowas, ist vielleicht geschickt, lokal auch noch ein Paketmirror zu installieren, weil sonst nuckeln die halt die Leitung zu und es dauert alles und irgendwie doof. Das Gleiche ist, wenn man da irgendwie Sachen wie Docker hat. Irgendwann mal sagt halt Docker von wegen, du hast jetzt schon irgendwie 1000 Requests gemacht, ich drossel dich mal. Und da will man eventuell die Images, die man dann auf den verteilt, irgendwie auch irgendwie lokal haben, also ein Like and Registry anlaufen lassen. Ja? So, und wenn man sich das dann überlegt hat, kann man die Rechner einteilen in diverse Klassen. Zum Beispiel in die Compute Nodes, irgendwie, der soll irgendwie OpenStack machen, der soll irgendwie Storage machen und dies und das. Und wie macht man das? Wir haben dazu. Genau.
wie macht man das? Also erstmal so DHCP und DNS sollte irgendwie schon irgendwie redundant vorliegen. Das heißt, man sollte irgendwie auch zwei Admin-Knoten haben, weil es kann ja mal sein, dass man diesen Admin-Knoten auch mal updaten und rebooten muss und dann ist DNS und DHCP weg, das ist irgendwie doof. Ja, also vor allem, wenn das dann irgendwie mehrere Maschinen werden, dann muss man da auch irgendwie skalieren können. Ja? So Services, die man noch so betreibt, wie zum Beispiel dann der eigentliche Deploy-Host, der dann die anderen Maschinen bespielt, der muss nicht unbedingt redundant sein, weil den braucht man normalerweise nur zur Installation und dann eigentlich nie mehr wieder, bis man halt irgendwann wieder Updates macht oder sowas. Das heißt, der kann dann irgendwie virtualisiert werden. Das ist nicht das Problem. Wir haben da einfach einen Proxmox benutzt. Das ist halt irgendwie easy und da kann man in der Web-GUI rumklicken und Leute verstehen das normalerweise out of the box, ohne dass ich denen irgendwie Leute irgendwie sagen muss, von wegen hier, mach mal folgende Wirsch-Befehle und dann halt irgendwie leichter. Genau, so. Jetzt, wie installiert man den Krams? Wir haben uns damals 2017 für Fine entschieden. Das ist Fully Automatic Installation, heißt das Ding. Ist entstanden an der Uni in Köln, weil die eben auch ein Cluster betrieben haben und da haben die sich halt mal genau sowas überlegt. Und das Schöne an Fine ist, ich kann halt Klassen nehmen. Ja? So, und anhand des Hostnames unterscheidet Fine, welche Klassen einem Host zugeordnet werden. Ja, und dann, das kann man ein bisschen übertreiben. Also wir haben da oben einen Hostname-Filter und die sind erstmal alle Blech. Das ist das hier. Und dann kann man halt sich entscheiden, wenn das irgendwie die 10.10.G1 oder 2 oder 3 ist, dann ist das halt ein Login-Node. Oder, jetzt mal gucken, ich hier runterscroll. Oder irgendwie Login, Slurm Login Manager, OpenStack-Node, InfiniBand-Node, NVIDIA-Treiber-Maschinen und so weiter. Also am Ende geht er halt durch dieses Shell-Skript durch und hat eine Liste an Klassen, die halt den Host beschreiben, wie er halt installiert werden soll. Und dann, da kann man halt irgendwie dann sagen, was willst du denn haben? Fine installiert in der Regel am liebsten Debian oder Ubuntu-Packages, aber irgendwie Red Hat-Klone funktionieren mittlerweile auch ziemlich gut und ich habe mir sagen lassen, dass es sogar mit Slash geht. Aber ja, dann kann man da irgendwie auch Partitionierungsprofile anlegen. Man möchte halt irgendwie Platten mal irgendwie installieren, wenn man die mit Platten betreibt oder halt Hostless. Und da kann man auch irgendwie Dinge einstellen, die man halt haben möchte und vor allem halt Treiber installieren, wie zum Beispiel bei den GPU-Nodes halt in den NVIDIA-Treiber oder so. So. Wie sieht es dann aus? Ich schalte halt den Host an. In der Regel aus meinem Büro aus. Ich sitze nicht die ganze Zeit im Serverraum, das ist auch ein wenig zu laut. Und dann gucke ich halt, wie der Default irgendwie ins PXE läuft. Da ist ein NFS-Root, da geht er da rein und dann ist er da in diesem Fine-lokalen Environment. Installiert das Basisbetriebssystem, Treiber und hinterlegt auch dementsprechend schon SSH-Keys, die man vielleicht später braucht. Ja? Fertig. So, ich sag, bei uns läuft das Ganze auf Debian und auf Ubuntu-Basis. Warum? Debian hat Vorteile, Ubuntu hat Vorteile, beide haben auch Nachteile und wir haben uns das irgendwie so rausgepickt, dass wir für uns die Entscheidung getroffen haben, dass wir halt Debian für die entsprechenden Compute-Nodes benutzen, weil du hast halt alle 2 Jahre ein neues Release, da kannst du dann irgendwie deine Software auch ein wenig updaten und dann Maintenance machen und Debian macht in der Regel keine großen Experimente mit neuen Features, sondern das funktioniert eigentlich relativ minimal. Und die Software, die man so im HPC-Umfeld braucht, wie zum Beispiel OpenMPI, die Packages für Debian sind die gleichen Packages, die es für Ubuntu auch gibt, weil das der Debian-Maintainer ist, der die bereitstellt. Ja, also, ob ich jetzt das Ubuntu OpenMPI-Package nehme oder das Debian-MPI-Package, ist das Gleiche. Für OpenStack haben wir uns halt irgendwie für Ubuntu entschieden, weil das Zeugs in der Regel etwas länger läuft und nicht so oft man Software-Updates kriegt, weil eigentlich läuft da nur ein Ubuntu Base und dann irgendein Docker. Ja? Und dann kommen wir schon zu diesen containerbasierten Software. Da ist die Community, die halt Ubuntu unterstützt, deutlich größer. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen halt irgendwie Ubuntu. Für uns als Admin ist es egal, ob wir Update-Install jetzt auf der einen Kiste oder auf der anderen machen. Das funktioniert ja bei Debian-basierten Maschinen. Egal. So. Dann hat man ein Basis-OS drauf und dann entscheidet sich eigentlich erst, was irgendwie
noch zusätzlich an Software draufkommt. Für OpenStack haben wir uns dafür Color Ansible entschieden. Das ist im Prinzip ein Vanilla OpenStack, das heißt keine spezifischen Vendor-Sachen drin. Es gibt ja OpenStack-Distributoren auch mittlerweile, die dann halt auch irgendwie eigenes Zeugs mit reinmischen. Von Red Hat, von Ubuntu und von SUSE gab es mal zumindest auch eine OpenStack-Distribution. Ich glaube, Red Hat und Ubuntu gibt es immer noch. Da kann man das immer noch direkt benutzen. Aber da sind halt dann Sachen von Ubuntu oder von Red Hat noch zusätzlich mit drin. Das wollten wir nicht. Wir wollten einfach Vanilla haben und universell. Und das Coole ist, das läuft halt alles in Containern. Das heißt, da ist auch egal, welches Betriebssystem drunter ist. Ich habe einen nativen Vanilla OpenStack und so ist es egal. Und damit hat es angefangen. Man installiert es halt irgendwie über Ansible. Und 2017, da gab es noch andere Methoden, wie man irgendwie so mehrere Maschinen irgendwie konfiguriert und installiert, wie zum Beispiel Chef, Puppet und so weiter. Aber Ansible hat da gerade halt ein bisschen gehypt und wir haben uns halt auch für Ansible entschieden. So. Warum das Rad neu erfinden, wenn wir eh schon das benutzen? Christoph und ich haben dann irgendwie da ziemlich viel rumgeeiert und unser Slurm und so weiter wird jetzt eigentlich auch direkt bei Ansible deployed. Macht dann auch so die ganzen Sachen wie Authentication übers LDAP und installiert die entsprechenden Slurm-Sachen. Genau. Und halt irgendwie so Software, die man so braucht, wie Intel Compiler und irgendwelche komischen Bibliotheken. Genau. Das ist so, dabei sind wir geblieben, das funktioniert. Und ich zeige euch als nächstes gleich mal, wie es ist, so ein OpenStack mit Ansible aufzusetzen. That's it. Man installiert halt einmal so ein Collar. Das kann man sich mittlerweile per Python holen. Dann braucht man die Skeleton-Files. Das sind für 3 Stück. In dem Fall die Globals-YAML, das Inventory-File und ich glaube noch irgendeine braucht man noch. Die Passwords-YAML. So, und die legt man halt einfach nach etc Collar und dann muss man die halt anpassen. In dem Inventory-File steht halt drin, ich habe halt 5 Nodes, 2 davon sollen Login machen, 3 sollen halt Compute machen und da läuft noch ein MariaDB und etc. Und das schreibt man da halt einfach in das Inventory rein und gut ist. Und in der Globals-YAML definiert man halt noch, welche Services man in OpenStack halt benutzen möchte. Ob man zum Beispiel ein Ceph benutzen möchte, ob man noch ein Prometheus drin haben möchte oder ein Grafana und wie man irgendwie, ob man noch Ironic benutzt, das ist ein Bare Metal Deployment Service, das heißt, das OpenStack kann auch praktisch selber Bare Metal deployen, aber und allen drum und dran, das trägt man in dieser Globals YAML ein und gut, und da trägt man auch ein, wie die Netzwerke und die VLANs und so weiter heißen, und dann war es das. Dann muss man noch einmal Collar-Gen-PassWD ausführen, damit halt vom Initial Passwörter random generiert für alle Services, die man so braucht. Und dann sagt man Bootstrap-Servers und Deploy und dann läuft es, weil man hat ja vorher die SSH-Keys ja schon hinterlegt. Ne? Das heißt, das Ansible kann ja dann direkt auf die Maschinen drauf und halt die Software installieren. Genau, und das war's. Ein bisschen ausführlicher als diese 9 Schritte ist der Collar Quick Start Guide, der ist dann da auch verlinkt. Könnt ihr auch einfach googeln oder was auch immer. Dauert in der Regel auch mal so, wenn man es zum ersten Mal macht und dann schon ein paar Nodes hat, irgendwie so knapp eine Stunde und dann ist es erledigt. Dann hat man ein laufendes OpenStack. Für Storage will man eigentlich bei OpenStack Ceph benutzen. Ceph ist ein verteiltes Dateisystem, wer das noch nicht weiß. Ich wollte jetzt keine große Diskussion über und Erklärung machen, was Ceph ist. Das sprengt einen eigenen Talk. Deswegen lasse ich das. Und ich habe jetzt auch nicht Slurm Ansible gezeigt, weil de facto ist es genau das Gleiche. Ich führe halt auch ein Wrapper-Skript aus und das läuft halt dann über eine Ansible-Playbooks fertig. Ja, also das ist genau das Gleiche, wie wenn ich einen Collar installiere. Ne? Das ausführen und gut. Man muss halt die Playbooks mal selber schreiben. Genau. Und bei Collar kommen die halt schon fertig. Aber de facto, wenn man schon Ceph hat, dann braucht man halt irgendwie 3 Pools. Einmal für die Volumes. Das sind so Disks, die man halt an so eine VM ranhängen kann. Dann einmal für die Images, das ist zum Beispiel in Debian oder Ubuntu oder in Windows, von dem ich starten möchte. Und das wird dann einfach, das Image wird dann genommen und daraus eine VM gebaut. Und die VM selber hat ja dann auch nochmal irgendwie eine lokale Root-Disk oder irgend sowas, oder halt wo es reinstalliert wird, und die liegt dann halt in diesem anderen Pool.
Und damit es halt funktioniert, muss man halt einfach diesen, so einen Ceph-Keyring, mit dem er die Authentifizierung macht, einfach in EDC-Caller hinterlassen und in der Globals-YAML halt das eintragen, dass man das benutzen möchte und dann fertig. Und damit hat man dann eigentlich schon ein ordentliches Storage innerhalb seines OpenStacks. Was braucht man noch? Irgendwie will man auch gucken, was sein Cluster so tut. Ja, das heißt, wir haben da früher, als 2017 gab es so langsam Prometheus. Wir haben damals noch InfluxDB und CollectD verwendet. Mittlerweile haben wir das alles auf Prometheus und migriert und schreiben da eigene Node-Exporter. Und Grafana irgendwie halt der Klassiker, um mal irgendwie zu gucken, was macht denn so mein Cluster. Und wenn irgendwas kaputt geht, dann benutzt man den Alert-Manager und dann kriegt man das. Genau. Schön ist, dass wenn man mittlerweile sich so ein OpenStack oder ein Ceph installiert, die bringen mittlerweile eigene Exporter mit. Und dann muss man nur noch sagen, hier ist mein Prometheus und gut ist. Ja? Für so Notizen und solche Folien für Präsentationen haben wir irgendwie einen Edge-Doc damals installiert. Damals hieß es noch KodiMD. Das haben wir irgendwie seitdem mitgenommen. Und Draw.io für so Skizzen ist gerade, wenn man so machen, Netzwerkskizzen mal machen will, sehr schön. Und ab und zu mal muss man irgendwie noch mal ein Word-Dokument schreiben für einen Antrag oder so. Dann benutzen wir einfach irgendwie OnlyOffice. Und wir haben auf den Development-Knoten nochmal ein eigenes Proxmox laufen, einfach um so ein paar VMs schnell aufsetzen zu können, um mal irgendwas zu testen. Ja, also dass das funktioniert. Dann, was man noch machen sollte, ist, man hat vielleicht keine Lust, irgendwie in 100 Rechnern reinzugehen, das BIOS zu starten und da die Power-Saves-Modi auszustellen, weil bei HPC will man eigentlich, dass die Kisten wirklich konstant Power machen. Man will dann keinen Power-Save, weil gerade wenn irgendwie du mehrere Threads hast, über mehrere Maschinen verteilt und die eine Maschine sitzt der Meinung von wegen, boah, ich takte jetzt halt runter und die andere Maschine wartet aber auf den Thread. Ja, das mag vielleicht für eine Simulation, die irgendwie 2-3 Minuten dauert, egal sein, aber wenn die einen Monat läuft, summiert sich das. Ja, das heißt, du schaltest sowieso in einem HPC PowerSave komplett ab. Das ist kontraproduktiv. Du willst alle Cores gleiche Last. Ja. Und da kannst du natürlich jetzt ins BIOS gehen und überall 100 mal anmachen und die PowerSave-Modus deaktivieren oder du benutzt halt irgend so eine OneView oder OpenManage Enterprise Software für IPMI gibt es da so Redfish-Schnittstellen. Damit kann man das auch legen und dann könnt ihr halt ins BIOS und eventuell BIOS-Settings dann manipulieren und dann hat man ein Profil und Sache ist erledigt. Dann sagt man Apply und dann wird das, die BIOS-Settings auf allen Nodes deployed, fertig. Da kann man auch einstellen, dass er gleich zum Beispiel die 10G-Netzwerkkarte doch wirklich als primäre Pixie-Boot benutzt und so weiter, anstatt die Onboard 1G. Das kann man dann auch einstellen, das will man haben. 2017 läuft der Cluster, was haben wir gelernt? Du denkst, du hast dein Netzwerk gut designt, bis du es deployst. Und dann merkst du, da fehlt noch was. Das heißt, vielleicht sollte man so ein Netzwerkdesign nochmal genauer machen. Und man lernt sehr schnell, dass es Single Point of Failures gibt, die man vorher nicht auf dem Radar hat. Ja, also, bestes Beispiel ist, BGFS braucht einen BGFS-Manager-Daemon, der läuft aber nur auf einem Node. Wenn man den rebootet, dann funktioniert das BGFS nicht mehr. Das ist irgendwie doof. Genau so. Dann möchte man irgendwie das ganze Keep it simple, stupid haben, weil ich war am Anfang allein, hatte dann zwischendrin einen Mitarbeiter und noch so ein paar Leute, die mir geholfen haben. Die sollen ja aber verstehen, was du da tust. Und deswegen willst du eigentlich ein wirklich einfaches Design haben, damit die Leute auch irgendwie gleich verstehen, was du da wirklich tust und wie das Ganze funktioniert. Also es nützt nichts, irgendwie sich groß rumzuplanen und es komplex zu machen. Du reißt es nachher wieder weg. Und Dokumentation ist nicht überbewertet. Wir hatten echt zweimal das Problem von wegen, irgendwas ging nicht und wir mussten, und dann hatten wir gesagt, ja, wir haben das doch schon mal gehabt, das Problem. Was war denn das? Wie haben wir das wieder behoben? Jetzt haben wir es aufgeschrieben. Ja? Und Redundanz ersetzt kein Backup und Restore. Also es mag zwar sein, dass du redundant ein Storage hast, aber wenn du redundant deine Daten löscht, ist es halt auch redundant weg. Ja? Also das ist gut. Und jetzt kommen wir noch zur User-Seite, weil tatsächlich ist das Ding ja im Einsatz.
Auf diesem HPC dürfen eigentlich im Prinzip jeder rechnen, der irgendwie Rechenpower braucht bei uns. Ja? Das heißt, wir haben Leute, die kommen halt aus klassischen MINT-Fächern, aber wir haben auch Leute, die jetzt, sagen wir mal, Textanalysen machen aus der Philologie. Ja? Und die sind meistens nicht so stark mit Linux und SSH und bewandelt. Also die wollen meistens irgendeine komische Windows-Software benutzen und die knallen da erstmal gegen so eine Lernhürde, ne? Weil haben noch nie irgendwie Linux gesehen oder ein HPC und müssen es erstmal lernen. Ja? Und die wissen dann auch nicht, wie das Ganze irgendwie so funktioniert. Da muss man dann halt erst Leute an die Hand nehmen und erstmal erklären, wie das funktioniert und dann finden die sich ein. Und dann kriegen die auch parallel ihre Textanalyse hin. Das wird vor allem jetzt interessant, weil wir ja ganz viel KI machen. Und da will man auch eventuell Language-Modelle trainieren. Und dann braucht man doch irgendwie mehr Rechenpower als so sein Laptop. Und das muss man halt den Leuten irgendwie dann erklären, dass es so ein HPC gibt, der genau sowas macht und wie der halt funktioniert. Was ich auch gesehen habe in den letzten Jahren, dass die Leute einfach die Software nicht mehr selber kompilieren und gucken, wie es funktioniert und dann auch für das HPC optimieren, zum Beispiel halt auf die entsprechenden CPUs, die wir haben, ja, oder entsprechenden Libraries, die halt verwendet werden, sondern die benutzen halt irgendein random Docker-Image aus dem Netz und stellen dann nach 5 Minuten fest, dass die Docker-Anwendung keine Unterstützung für MPI mit drin hat, weil es läuft halt nur auf meinem Laptop, aber wenn man das Ganze halt in groß haben will, dann will man das halt auf mehreren Maschinen verteilen und dann fehlt irgendwie MPI und dann geht's nicht. Ja, das ist irgendwie doof. Und was wir jetzt auch gelernt haben, ist, dass die Leute irgendwie früh, also ich habe gesagt, beim Batch-System, du schreibst ein Shell-Script, da steht halt drin, ich brauche 5 CPUs, so und so viel RAM, läuft 3 Tag, das ist die Binary, da ist das Input-File, lass laufen. Ja? Das können die Leute nicht mehr. Die wollen ein Webinterface haben, wo sie das klicken können. Ja? Und das ist halt ein bisschen schwierig, weil wenn der Batch-Scheduler halt entscheidet, dass dein Jupyter-Notebook halt am Sonntag nachts um 3 losläuft und für 2 Stunden läuft. Da sitzt halt nicht nachts um 3 vor deinem Browser und hoffst, dass du das noch irgendwie schnell geklickt kriegst. Und dann ist der Job vorbei. Ja, so, also das ist so Sachen. Und wir versuchen aber darauf irgendwie zu reagieren und dann halt den Leuten irgendwie zu erklären, ja, das geht, aber dazu gehst du lieber ins OpenStack, klickst du eine VM mit 64 Cores und lässt das Jupyter-Notebook halt dann halt für die Zeit, wo du es wirklich brauchst, laufen und danach wirfst du die VM wieder weg. Geht auch. Ja, also man muss dann halt auch seinen Usern ein wenig entgegenkommen. Ja, ich glaube, das war jetzt in 20, 25 Minuten eine gute Übersicht. Ich glaube, ein paar Minuten habe ich noch Zeit für Fragen. Denke ich, oder? 20 Uhr? Ja, genau, fast richtig hingekommen. Ich habe die verlorene Zeit wieder eingeholt. Jetzt können wir das so machen, entweder ich setze mich dann darüber an den Workstisch und Leute, die dann irgendwie genauere Sachen wissen wollen, die setzen sich einfach zu mir und dann trinken wir ein Bierle. Oder ihr habt allgemein schnell Fragen, dann würde ich die schnell beantworten, wenn es dabei hier gibt. Ah, doch, da. Sagen wir mal so, ich weiß von diversen kleineren Lehrstuhlclustern. Das ist einfach, ich habe damit ja auch angefangen. Ne? Das heißt, das ist der zentralisierte, ja. Also im Moment gerade schlecht, weil es sind noch Semesterferien. Aber wir haben den ja 50-50 gesplittet. Ich kann sagen, dass in OpenStack die Cores belegt werden durch VMs. Wir haben teilweise auch über eine Buchung drin. Also das gerade so kleinere VMs halt irgendwie, da können auch mehrere VMs in den Host überbuchen. Leider kann ich nicht in die VMs reingucken. Ja, also ich weiß nicht, was die VMs tatsächlich tun. Das kann ich nicht, aber ich kann von der Host-Seite halt aus überwachen, ob eine VM überhaupt generell irgendwas tut. Ja? Und die Erfahrung ist, die Leute klicken sich in die VM, lassen da irgendwie für 2 Tage, 3 Tage irgendwas rechnen und dann gehen sie in Urlaub. Und dann ist halt die VM da, weil das kostet ja bei uns nichts. Ja, die Ressourcen werden halt weiter belegt, aber die Maschine tut halt nichts mehr. Und so nach einer Woche
Also früher habe ich angefangen, den Leuten dann eine Mail geschickt, von wegen, willst du nicht mal die VM runterfahren oder halt irgendwie wieder freigeben, damit auch andere Leute die benutzen können, die Ressourcen, weil wir haben halt auch nur begrenzte CPUs und sind halt kein Cloud-Anbieter wie Google oder Amazon, das, wo man einfach beliebig Cores haben kann, ja? Sondern wir haben halt nur eine gewisse Anzahl, das heißt, das vergessen die Leute halt dann auch, ne? Dass sie dann bitte die Ressourcen auch wieder freigeben. Aber es gibt auch Leute, die einfach mal auch wirklich hardcore monatelang irgendwie 2-3 VMs durchlaufen lassen, die dann auch rechnen. Also das ist, funktioniert schon. Ja. Also bei Slurm ist es so, dass wir tatsächlich gewisse Scheduling-Zeiten haben. So ein Standard-Job darf in der Regel zwei Tage laufen, dann wird er gekillt. Man kann aber auch eine Woche oder einen Monat anfordern. Bei OpenStack ist das nicht so, weil wir ja nicht wissen, was du in der VM machst. Ja? Und gerade so für Interactive-Jobs, wir sehen es vor allem dann am Anfang des Semesters, wenn halt irgendwelche Studenten das auch benutzen, dann hat man auf einmal starken Bedarf an irgendwie kleinen VMs, die halt irgendwie, was weiß ich, so Jupyter-Notebooks oder sowas ausführen, damit man das Zeug halt mal lernt. Und dann wird halt übers Ende des Semesters wird halt vergessen, dass die VM da ist. Ne? Und dann muss man halt den, also ich habe ein Tool, das es überwacht und es sagt zumindest mir, dass von wegen die VM da seit einem Monat idelt. Und dann versuche ich halt den, der die VM gehört, anzuschreiben und zu sagen, gib mal frei. Aber da gibt es bei uns eigentlich kein Hardcore-Limit, wann die gekillt wird. Also ich muss tatsächlich mal ein paar Maschinen auch Hardcore killen, weil da war dann einfach Person nicht mehr da. Das kann auch passieren. Hat die Uni gewechselt, ist nicht mehr da, hat aber die VM vergessen. Jo. Noch eine Frage, ja? Bei OpenStack kann ich nicht sagen. Also wenn die halt einen Bitcoin-Miner oder was auch immer drin laufen lassen, dann weiß ich das nicht. Es ist ja auch irgendwie Freiheit von Lehre und Forschung. Ne? Das heißt, wir überwachen die Kisten nicht aktiv. Das Einzige, was wir halt sehen, ist, falls eine Kiste halt irgendwie bei uns auftaucht irgendwie und gemeldet wird von wegen von dort aus, geht irgendwie, was weiß ich, wird Spam versendet. Ja? Dann schauen wir uns natürlich die VM an. Aber es muss halt aktiv bei uns quasi jemand sagen, von wegen, die Kiste läuft da irgendwie, macht Dinge, was er nicht soll. Wir haben natürlich so ein paar Security-Mechanismen, damit wir halt sehen, dass wenn eine Kiste unnötig Traffic macht, dann ist da vielleicht auch was, dann kann man ja mal mit dem Betreuer reden, was da so gemacht wird. Aber das hatten wir bis jetzt nur einmal. Also bisher hatten wir da Glück. Die Kisten sind auch nicht aus dem Netz erreichbar direkt. Ne? Also nur außerhalb des Uni, nur innerhalb des Uni-Netzwerks und per VPN. Jo. Genau, ich bin dann da drüben beim Bierchen. Wer noch irgendwie Details wissen will oder das Ganze mal auch gerne live ansehen möchte, wie das so funktioniert, ich sitze da drüben im Hackcenter.